sogar draußen. Oh, wir sind schon im Match. Oh, das ging ja schneller als gedacht. Was wir haben ist, Marth und der... Ja, Marth. Guter Pick eigentlich gegen den Charakter. Holmer ist nicht zu unterschätzen. Ziemlich guter Spieler hier. Non und der Skeety, der ein absoluter, also auch beide sehr starke Spieler. Und da ist der Edgeguard und Blitz wurde rausgeblitzt. Erstmal den Jingle gemacht und Stalling. Und jetzt ist er schon mal safe. Hat die Invincibility gestalled. Und jetzt kommen die Kombos, jetzt kommen die Prozent, jetzt kommt die Ladder. 56%, das ist eine halbe Steve-Kombo, unglaublich. Wunderschöner Tipper. Sehr schön. Okay, den Edgeguard. Ah, sehr patient, sehr geduldig hier von Skeety. Jetzt kommt der... Nein, der Reversal wurde reversed. Sehr gute Pressure. 100% beim Mars. Das heißt, ja, fast ganz 100% Advantage hier. Und... Ah, Skeety kommt schön gut aus der Ecke raus. Und wir haben... Leichtes Neutral. Ja. Beide sehr geduldig. Das respektiere ich. Das ist ein sehr schönes Spiel. Schnell, aber das ist trotzdem geduldig. Keine Overcommitments. Schönes Spiel. Schönes Spacing. Und... Ah, schade. Hätte ihn gut haben können. Aber war leider langsam. Oh, der Dark Schnell. Der geht durch. Okay, jetzt... Der Game ist echt schwer in dem Matchup zu erstellen, finde ich. Also je nachdem, ob ich natürlich welchen Weg er hat. Aber halt die Abi und Logika B die schon echt viele Edgeguards halt ausreichen. Macht er sich ungefähr in dieselbe Reihenfolge. Halt. Böse Engel. Oh, gut gefastfort. Kein Risiko und bumm. Er meint, er ist gestorben. Das war riskant. Aber kann er für ihn. Hat sich leider nicht ausgezahlt. Und ja, kommt noch kein Edgeguard da. Hallo, sehr gut von Holloman gesehen, einfach nach oben gekappert, weil der Skeety unbedingt die Lobika wieder kappern wollte. Vielleicht ein bisschen voll. Oh, guter Clash. Sehr zum Vorteil von Skeety. Tippbar, aber was tippbar? Doch. Oh nein. Oh nein. Er hat auch den Double Jump gemacht. An der Kante und. Hat sein Double Jump verbraucht. You hate to see it. You hate to see it. Ja, also ich vermute mal, dass entweder Pokémon Stadium 2 oder Small Battery kommt. Ich frage mich, ob Skeety bleibt. Ich kenne das Matchup ehrlich gesagt von Game Watch und Snake nicht. Das müssen die Experten sagen. Okay, Mr. Expert. Ah, okay. Cheek! Spicy. Spicy. Sehr spicy. Das sieht man selten neuerdings. Aber, oder neuerdings eher etwas mehr im Verhältnis zu Smash. Im Verhältnis zu einem Jahr. War nicht mehr so im Verhältnis zu Smash. Aber das ist jetzt zu lange her. Das ist in der letzten... Ich vergesse nicht, was wieder. Aber, die Frage ist so. Also auf jeden Fall, ich kann mir vorstellen, dass... Ich kann mir vorstellen, dass das funktionieren könnte, weil Cheek hat natürlich die Frame-Data, aber ob das safe ist gegen Game Watch, bin ich mir nicht ganz sicher. Weil ich glaube, vielleicht kann ich glaube, Back-Air kann ich gepuncht werden mit Abi. Ich glaube, das ist der einzige Move, der wirklich nicht punchable ist. Aber ich kann hier ran. Ja, zur Zeit läuft auf jeden Fall gut, also kann sich nicht beschweren. Die Plus-Frames von der. Tiefseetauchhelm. Taucht er und fischt hier für die Kills da teilweise. Schöne Bombe. Gut rausgekickt. Und wir haben hier den Cobra jetzt noch als Cobra the Mobile Bear. Ja. Kannst du mir berichten, was bisher so vorgefallen ist? Ich sehe schon 1-0 Hollow Man. Das erste Match war, hatte der Skeety seinen Mars rausgebracht. Es lief an sich in Ordnung. Dann hat er aus Versehen, als er auf Stage gehen wollte, seinen Double Jump genutzt und hat dann nicht mitgekriegt, dass er keinen Double Jump mehr hatte und hat gestehen dadurch. Okay. Ja, ich habe schon gehört, also in diesem Pool gab es schon einen Upset und zwar hat Skeety 3-1 gegen Linotox gewonnen und Linotox hatte ja 3-2 gegen dich nur gewonnen. Das heißt zwei Games, die er gegen dich verloren hat.
Und das wiederum heißt, es wird vielleicht zum Tiebreaker kommen, wenn Hollow Man hier gegen Sketty gewinnt. Das heißt, komplettes Chaos. Und ich liebe Chaos. Oh, und das killt noch nicht. Das ist ganz wichtig gerade für Sketty und aber auch für Hollow Man. Ich weiß gar nicht, ob Hollow Man könnte vielleicht sogar Erster im Pool werden. Ich weiß nicht. Er hat halt 3-0 gegen Linotox verloren. Das ist halt das Ding. Das stimmt, aber theoretisch nach dem... gerade bezahlt. Genau, Getränke. Das Ding ist, der Tiebreaker müsste dann theoretisch sein, wenn, je nachdem, wie gut Hollow Man gewinnt, könnte er Erster sein, es geht die Zweiter und Linotox Dritter. Genau. Dann hätten halt alle, jeder von den dreien, ein Game verloren und zwei gewonnen. Ja, genau. Und das ist dann halt wiederum, ja, wer wird Erster, wer wird Zweiter und wer wird vor allem Dritter, weil der Dritte ins Silberbracket kommt und nicht in die Top 8. Also wir könnten hier Linotox im Silberbracket sehen, was crazy wäre. Natürlich erster Seed in diesem Pool. Jetzt im Moment steht es wieder even an Stocks. Auch crazy, einfach nochmal die Chic von Sketty zu sehen. Sehr, sehr lange nicht gesehen. Das war sein Main in, oh, Smash 4. Und ja, in Ultimate so ein bisschen gespielt auf jeden Fall. Clean, wie man sieht. Okay. Einen ganzen Stock einfach in der Lead mit Chic. Chic sieht man nie, außer bei Void. Da hat sich der Pico echt gelohnt. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, du kannst das Mikrofon noch ein bisschen näher ran. Kann man dich ein bisschen besser hören noch? Ja, perfekt. Ja. Genau. Ja, also Sketty hat bisher noch kein Set verloren. Der einzige in diesem Pool. Und wenn er jetzt zum Beispiel 3-0 gegen... Oh, das ist der Kill. Hätte fast nicht gekillt. Sah aus wie der Sour Spot, oder? Ja, weiß das war der Sour Spot. Ja. Der ist schick gebrannt. Down Air. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass Game Watch definitiv der Charakter mit mehr, ich sag mal, Jank ist. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, Barry, Projektile, Smash. Genau, die da Aimatea oder was auch immer das ist. Und natürlich die 9. Die 9 dürfen wir niemals vergessen, weil die kann alles verändern. Oh no. Niemand scheint nicht der Player zu sein, der gern für die 9 geht. Zumindest ist mir das bei seinen Sets und Matches nie aufgefallen, dass er dafür gegangen ist. Okay, jetzt wird's wieder spannend. Oh, kommt er echt einfach noch um die Back herum. Ganz wichtig gerade für Sketty. Schaltet sich für den Jump, kommt on stage, aber kann es nicht lange halten. Er muss hier irgendwie on stage kommen. Oh, wow! Schön gemacht. So ein Tag in so einer Situation, aber. Oh, die Down Air holt. Okay. Jetzt wird's knapp. Jetzt 2-0 für Hollow Man. Das könnte bedeuten, dass Hollow Man hier einfach mal noch weiterkommt. Er ist geseedet, Dritter im Pool. Und er könnte das Upset holen hier gegen Sketty und damit einfach mal weiterkommen in die Top 8. Das wäre sehr, sehr krass. Ich will mir das nochmal genauer angucken, wie das hier steht. Ja, 2-1 wären dann alle, ne? Aber wie sieht es mit den Games aus? Darum geht es nämlich. Genau, mit Games sind halt... Das muss ich mir unbedingt reinziehen. Wie sieht das aus? Was braucht... Also ich glaube, dass Hollow Man 3-1 braucht. Ein 3-1. Jetzt im Moment steht es 2-0. Also er ist auf bestem Wege, hier weiterzukommen. Aber welcher Platz wäre er dann? Gucken wir mal. Okay, guck mal, wir haben hier auf jeden Fall auch schon Leute, die anfeuern, wahrscheinlich wegen den Bracket-Begegnungen, die dadurch zustande kommen. Das ist Pool Nummer 3, glaube ich. Ja, schon mal guter Start hier gerade für Hollow Man. Easy 40% hier mit seinen Kombos. Er bleibt auch auf Sheik. Das finde ich sehr interessant, dass da kein Snake rauskommt. Wahrscheinlich, weil Snake Explosion hervorruft und Gamewatch kann die eben aufsaugen. Und das ist scary, weil der Eimer, der Bucket von Gamewatch, der mit dem kannst du nicht spaßen, da stirbst du sofort.
glaube, es kommt teilweise sogar auch drauf an, wie die Tiebreakers gemacht werden halt. Was noch durcheinander macht, weil werden da die insgesamten Matches gemacht? Oder werden die Matches nur in den Spielern von Tiebreaker berechnet halt? Weil das macht auch einen gewaltigen Unterschied. Also das erste ist natürlich die Sets, dann kommen die Games und dann entscheidet, gegen wen du gewonnen hast. Also wenn du jetzt zum Beispiel du und der Typ, gegen den du verloren hast, im Tiebreaker sind, dann kommt es darauf an, wer davon gewonnen hat. Also... Sind die Anzahl der gewonnenen Matches wichtig? Der Prozentsatz wichtig? Ich glaube, das sind die Prozente, ja. Okay. Die stehen dann nur auf der Handyansicht, ist das merkwürdig, kann man nicht sehen. Dann könnte, glaube ich, mathematisch Geti sogar verlieren, 3-0, und er würde immer noch weiterkommen. Er wäre dann 6-5, ne? Oh, 6-3. Oh, sorry. Nee, 6-5. 6-5, ne, okay, dann würde er verlieren. Dann würde er... Warte. Wäre 6-5 und bei Hollow Man, er wäre dann 6-3. Ne, also der muss dann... Und Dinotox ist 7-5. Geti muss ein Match dann gewinnen haben. Er braucht dieses Match. Okay, es wird also spannend, dass um dieses Match geht's. Das kann alles entscheiden, weil Linotox ist 7-5. Wenn Skatty hier noch ein Game holt, dann ist er auch 7-5 und er hat gegen Linotox gewonnen. Was heißt... Oh! Was heißt, dann wäre er weiter im direkten Vergleich. Oh mein Gott, es könnte nicht knapper sein gerade. Okay, dann schauen wir mal, was passiert. Ich finde es auf jeden Fall crazy, dass er für Sheik geht, aber ja, wenn er dem Charakter vertraut, es kann einfach bei Sheik so viel schief gehen, finde ich. Auf jeden Fall, aber es schien sich ja gelohnt zu haben, also er hatte... Knappe Matches, ne? Oh mein Gott. Es kommt ganz drauf an, wie er spielt. Wenn er irgendwie den Kill bekommt, muss er natürlich auch den Stock irgendwie tanken. Es ist möglich. Oh mein Gott. Was für eine gute Conversion. Und jetzt sieht es gerade sehr gut für Skaddy hier aus. Fürs Weiterkommen. Linotox gerade am Zittern. Kann ich mir vorstellen. Ja. Aber das ist noch nicht zu Ende. Ist noch nicht zu Ende. Oh, okay. Kommt da raus. Kein Bouncing Fish. Wir sind hier nicht in Smash 4. Oh. Die Abwehr ist richtig gut von Game & Watch. Die killt zwar nicht, aber... Mann, es ist ja schwer, da rauszukommen. Oh! Kann er es punishen? Ja. Oh, mit der Needle. Okay, er wird also sehr safe spielen jetzt hier gerade. Was auch die richtige Entscheidung ist. Er braucht jetzt gerade jeden Prozent. Oh nein! Oh, er hat gerade... Ah, okay, nur zwei Charges. Nur zwei Charges. Ja, genau. Der Bucket wurde dadurch gecharged. Und Bucket könnte natürlich alles ändern, wenn er diesen Kill bekommt. Wenn er diesen Kill bekommt, ein Full Bucket würde heißen, das war's. Ja, der kann... Oh der mein kann Gott! Oh! Er ist so reingesprungen. Oh. Er hat die Side-B versucht. Hold on, er ist so wirklich unglaublich nervös. Hat er es? Oh! Was? Down B? Er kommt noch ran. Er hat die Bucket! Das ist der Bucket. Okay. Oh mein Gott! Oh Gott, das ist jetzt... Ist der Kill! Das ist nicht gut. I drifted noch! Das ist... Ich habe das zu häufig gespielt bekommen in dem Set. Und das kann teilweise bei 0% killen. Er fischt schon. Er braucht wahrscheinlich die Nair into Down. Er braucht nur Jab. Das ist das Schlimme. Er braucht nur Jab. Nur diese, oh mein Gott. Oh, Skatty kommt raus. Er braucht nur einen Jab. Da siehst du. Das Das war's noch nicht. Das entscheidet gerade alles. Er hat's gewastet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war so wichtig. Jetzt muss er ihn clean zu Ende spielen. Einfach safe spielen. Er muss einfach nur safe spielen, dann ist er weiter. Oh mein Gott. Der Rest ist dann egal. Er muss einfach nur ein Match gewinnen, dann geht er dann weiter. Oh, die Down-Airs. Die Down-Airs machen Money für ihn. Oh, er versucht mit dem Raw Down-Smash hier. F-Smash gerade einfach. Die Raw-Knöpfe hier. Ja, er braucht einen Bouncing-Fish. Ja. Oder einen Down-Tilt into Up-Smash. Okay, er macht den Damage. Er versucht es mit der Up-Air. Ja, die kann natürlich auch funktionieren. Oh, das ist gerade so spannend. Das ist Pools einfach. Warum ist das gerade so spannend? Oh, das war's! Oh mein Gott! Das war's, okay. Skatis auf jeden Fall weiter. Das war's noch nicht mal. Das war gerade das 2-1. Und die Leute sind hier schon komplett am Rumschreien. Linotox muss jetzt richtig nervös sein. Weil jetzt,
wenn das Worst-Case-Szenario entsteht, dass jetzt Hollow Man gewinnt, dann ist wahrscheinlich der Linotox draußen. Oh mein Gott. Ja, Linotox einzige Chance ist jetzt, dass Hollow Man verliert. Er muss also für Skeddy sein. Für Skeddys Chic. Skeddys Chic. Es ist faszinierend, wie theoretisch sozusagen das taktische Hypen von Linotox jetzt gewechselt ist. Aha. Er musste für Linotox hypen und jetzt muss er für Skeddy hypen. Jetzt muss, für Hollow Man meinst du, ne? Ja, genau. Zuerst für Hollow Man und dann für Skeddy. Ja, jetzt muss er für Skeddy sein. Jetzt, Mal gucken. Ich muss sagen, einfach für den Hype-Faktor, ich würde das 3-1 gerne sehen. Einfach weil, das wäre unglaublich. Halt. Oder ein 3-2. Oh. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Oh mein Gott. Skeddy. Alter, eben gerade der Bucket einfach. Der Bucket. Was ist da passiert? Ich glaube, die Nerven waren da einfach weg. So. Ja. Das ist das Schlimmste, so eine Missklicks. Wenn du, dass du nach sowas einfach noch weiterspielen musst, weißt du? Dass das Game nicht vorbei ist, sondern dass es einfach noch weitergeht. Ja. Oh, wunderschön, wie kann man das? Wunderschön. Mhm, der Stuhl. Kann es wirklich das 3-1 jetzt sein? Das zählt sich zumindest aus. Ich guck mir das nochmal an. Ich dachte, das wäre NSD. Guck dir das am besten an. Ja, wir müssen warten, bis das Set vorbei ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt im Moment... Ja, jetzt im Moment... Müssen wir, nein! Aber, oh, ich dachte schon, er würde einfach in den Tod fallen. Ja, jetzt im Moment sieht es natürlich sehr, sehr gut aus für Hollow Man. Konnte er bisher schon ein... Ja, versuch's mit dem... Oh, okay! Fair kill! Seltene Sicht. Konnte er bisher irgendwas bucketen? Dann kann die Side-B und die Up-B bucketen von... Chic. Die Explosion. Kommt hier gerade das große Comeback von Skeddy. Oh, er wollte ihn spiken direkt. Oh. Ja, bisher, also Skeddy wird von sehr vielen, er contestet den Schlüssel halt immer, wird von sehr vielen Schlüsseln getroffen. Ist halt sehr stark einfach von oben mächtiges Geschoss. Oh, der Stuhl. Oh, bisschen Fleisch. Schöner Parry. Ist es? Ah, ich hätte fast mir schon mit dem Bouncy-Fisch errechnet. Ja, war ein bisschen weit unten. Bisschen unten getroffen, bisschen weit. Okay, ja. Die Dash-Attack holt's. Und damit Skeddy auf seinem letzten Stock vielleicht hier von diesem Set. Außer holt sich dieses Comeback. Oh, versucht's mit dem Bounceback vom Bouncing Fish. Es ist halt nicht leicht, wenn er von oben recovert. Wie gesagt, so die Down Air von Game Watch sehr, sehr schwer zu punchen, wenn überhaupt. Wie man sieht, es fällt Skeddy nicht leicht. Wird hier in den meisten Situationen getroffen von dem Ganzen. Ich glaube, es war sogar ein Parry-Versuch. Oder was? Ich weiß es nicht. Oh ja, die Upi von Game Watch ist auch sehr, sehr tricky. Sehr gute Out-of-Shield-Option. Schöne Bäcker. Also langsam muss jetzt geht ihr den Stock. Oh, der holt da sich war's, den. Da war's. Einmal zwischen alles durch. Da Wir war's. Sind hier Last Stock. Oh, oh, Bouncing Fish ist weg. Schick Mr. Upi. Oh. Okay. Ja, die Down-B wieder. Down-Air. Schöne Bombe, schöne Bombe. Ja, bisher war Skeddy nicht möglich, das zu punishen. Und jetzt gerade sieht es sehr, sehr schlecht aus. Er muss jetzt hier irgendwie onstage kommen, um dieses Set noch zu gewinnen. Bombe holt es nicht. Oh, so viele Bomben. Schafft es hier keinen richtigen Combo-Starter zu finden. Oh, up tilt into nothing. Hollow Man ist auch sehr gut evasive da, die ganzen Kombo-Start und wahrscheinlich auch sehr gutes SDR auch da. Auch. Oh, die Bombe! Die Bombe reicht! 3-1! Hollow Man gewinnt 3-1! Es ist 3-1 für Hollow Man. Jetzt, ich trage das Ganze mal ein. Das bin ich mega gespannt. Will ich sehen.
wenn ich nicht falsch eingeschätzt habe, dann müsste Nidotoks draußen sein. Das wäre echt. 3-1 Hollowman, wir gucken mal. Was sagt der Computer? Was sagt der Computer? Ja, er sagt, Hollowman und Scatty sind weiter. Nidotoks ist draußen. Nidotoks ist im Silberbracket. Das wäre echt das Worst-Case-Szenario für Nidotoks. Wow. Holy moly.